Red Sendzone. Hey, das ist der Philipp mit der von Red Sendzone und willkommen zu einer neuen Episode von Learning Cinema 4D. Und in dieser achten Episode geht es darum, wie ihr euch ein Light Studio, also wie ein richtig gutes, wie in Real Life, ja, das gibt's auch noch, ein Fotostudio sozusagen in Cinema 4D erstellt, wo ihr eure Objekte, die ihr dort hineinzieht, richtig professionell belichten könnt. Also mit Hintergrund und warmem und kaltem Licht und dem ganzen Gedöns drum und dran. Und fangen wir einfach mal an, wie immer, beim Beginn von jedem meiner Tutorials eine schöne leere Fläche. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, leere Fläche. Und wir fangen an, indem wir hier auf den Spline-Tab klicken, linke Maustaste gedrückt halten und auf Rechteck klicken. Jetzt haben wir hier ein Rechteck. Also zumindest die Kontur davon. Dann gehen wir auf Rundung. Die Größe können wir uns dann noch einstellen, aber das können wir auch später noch machen. Ich lasse es jetzt. Und den Radius auf 70 cm. So, ihr seht, es ist etwas runder geworden. Dann drücken wir C, um es bearbeiten zu können. Gehen hier auf die Punktselektion, gehen auf Selektieren auf Live-Selektion, halten Shift gedrückt und klicken hier drauf, auf die Punkte, der Punkt, der Punkt, der Punkt. Ja, dann müssen wir auf Entfernen drücken und das sieht schlecht aus. Wir müssen nämlich davor noch auf das Rechteck klicken und hier Spline schließen, ganz wichtig, wegmachen. Das habe ich eben vergessen, ja auch, ich mache mal einen Fehler. Und jetzt da weg. Und jetzt haben wir hier unsere L-Form. Ja, und so ein L wird das Studio dann auch später mal werden. Jetzt duplizieren wir das Rechteck mit Ctrl-C, Ctrl-V oder Steuerung, wie ihr es auch immer nennen mögt. Das eine nenne ich jetzt rechts, R für rechts und das andere L für links. Warum ich das so nenne, werdet ihr jetzt sehen. Denn jetzt erstelle ich Loft Nerves, ziehe die beiden hier rein. Wie gesagt, ziehe die beiden hier rein. So, und jetzt habe ich es hier drin und jetzt gehe ich hier auf diesen Pfeil und gehe auf das linke und erstmal gehen wir natürlich hier wieder auf das Gesamtobjekt, damit wir es dann ziehen können. Gehen hier hin, links und dann rechts und jetzt habe ich Spiegelfeldgeld gemacht, toll. Aber trotzdem haben wir jetzt hier unsere Grundform von unserem Studio. Leider habe ich die Achse eben vergessen zu verschieben. Ich hätte sie noch weiter nach unten verschieben können, aber sobald ihr es einmal positioniert habt, auch wenn es hier etwas schwerer geht, macht es ja nichts. Dann gehen wir auf unsere Loft Nerves, können sie hier schön positionieren, drehen sie um 90, ja, um 90 Grad. Am besten minus 90 Grad, wir wollen es ja nicht von hinten sehen. So, und jetzt haben wir hier unsere Loft Nerves, die können wir jetzt hier hinziehen. Wenn sie uns zu klein sind, dann gehen wir auf das Scaling Tool und ziehen es einmal, können es hier hochziehen und hier in die Breite, die generell ein bisschen größer machen. So, hier haben wir unser Studio. So, schön, ne? Wir können übrigens die Unterteilung noch ein bisschen größer machen, dann wird die Kurve, die wir hinten haben, eher noch etwas runder. So, ich habe jetzt mal auf 38. So, unser Basic Studio und jetzt können wir auch die Kamera drehen. So, das sieht aber nicht schön aus, weil es erstens unter der X-Achse ist und zweitens, weil wir noch keine Beleuchtung dazu haben. Und das ändern wir ganz einfach, indem wir zwei Materialien erzeugen. Erzeugen unser erstes, stellen Glanzlicht aus, die Farbe genauso. Turn on, ja. Ich habe gerade ein englisches Tutorial gesehen. Stellen Leuchten an. Ihr seht, weiß. Wollen wir aber nicht. Wir klicken hier drauf, gehen auf ein schönes, warmes Orange. Ja, das hier ungefähr. Gehen auf ein helles Orange, so. Klicken OK. Stellen die Helligkeit auf 200%. Tada, das ist ganz wichtig, 200%. Jetzt duplizieren wir einfach das Material, Steuerung C, Steuerung V. Klicken wieder drauf und gehen hier in ein helles Blau. So, ein helles Blau. Können wir ein bisschen so. Ja, so ist gut. Und stellen die Helligkeit auf 150. So, jetzt sieht es schön blau aus. Und jetzt Wo tun wir denn überhaupt die Materialien drauf? Ganz einfach, wir erstellen eine Ebene. Warum eine? Gleich werden es zwei, werdet ihr schon sehen. Jetzt haben wir hier die Ebene, die können wir ein bisschen größer machen. Ich mache jetzt mal grob, deshalb nehme ich auch nur das Scaling Tool. Hier. Kann ruhig über die Ränder von dem Dings, von dem Studio hinausgehen. Das macht überhaupt nichts. Dann können wir den Winkel noch, das war ziemlich behindert, den Winkel noch auf 90 stellen und ziehen es einfach
hier an diesen linken Rand. So, das sieht ziemlich gut aus. Duplizieren wir es einfach und ziehen es an den rechten Rand. Very good, looking good, würde Acris jetzt sagen. Und jetzt sieht es immer noch beschissen aus. Also ziehen wir das warme Material auf die linke Seite und das kalte Material auf die rechte Seite. Erstellen uns außerdem ein neues, ja, wieder ohne glanzlichtiges Material mit einem sehr hellen Grau. So ungefähr. Das können wir dann hier drauf ziehen. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, haben wir im Grunde unser Studio. Um zu sehen, wie das Ganze aussieht, müssen wir natürlich und wie es dann, wie Objekte, die wir dann da reinziehen, später aussehen, müssen wir noch Ambient Occlusion und Global Illumination anschalten. Warnung, es dauert etwas länger zum Rendern, dafür habt ihr aber auch geile Effekte. Und jetzt können wir uns das ganze Studio mal ohne irgendwelche Objekte angucken. Quick Render. Ihr seht, das kalte blaue Licht und das warme orange Licht treffen in der Mitte aufeinander. Wie ihr jetzt gleich sehen wird. Tada. So, seht ihr? So sieht das aus. Wenn wir jetzt noch ein schickes Objekt dann hier drin haben, zum Beispiel ganz zufällig ein Text, der jetzt hier ist. So, den wir noch, ja, den nenne ich jetzt Text. Aber wir machen mal fett. Das sieht etwas besser aus. Und die Tiefe stellen wir noch ein bisschen auf 60. Ja, nicht 0. Das wäre etwas blöd. 60. Können ein bisschen ranzoomen. Und für unseren Text erstellen wir so ein bisschen so ein glänzendes Material. Am besten ein weißes. Glanzlicht aus, aber Spiegelung an. Gehen bei der Textur auf Fresnel oder auf Englisch Fresnel. Machen hier ungefähr 2 oder 3%. Und bei der Mischstärke, ja, so 20%. Außerdem können wir noch einen Matt-Effekt hinzufügen, ein bisschen. Aber das lassen wir jetzt mal. So, welches Material war das? Das war das hier. Ziehen es drauf. Können mit, indem, wenn wir auf den Bildmanager-Tab, wenn wir dann Linksklick draufhalten, öffnet sich ein Dropdown-Menü und wir können hier diesen Aus nur einen Ausschnitt rendern, dann ziehen wir ein Rechteck. Und jetzt können wir mal kurz sehen, wie das Ganze dann aussehen wird. Ihr seht, ja, der Text glänzt, das Blau, das Orangene und das blaue Licht treffen aufeinander, aber es sieht noch ein bisschen zu bunt aus. Es muss schon ein bisschen weißer aussehen. Und wir können jetzt zum Beispiel eine weitere Ebene erstellen. Also das war jetzt im Grunde schon fertig, aber wenn ihr es noch ein bisschen besser aussehen haben wollt, schlechter deutscher Satz, dann erstellt ihr eine neue Ebene, die ihr hier habt und stellt sie auch ein bisschen größer, ne? Machen wir das doch gleich mal. Ja, so sieht das gut aus. Ja, dann drehen wir sie noch um. Das machen wir am besten direkt, sonst vertue ich mich da wieder. So, um so einen Winkel. Ich weiß, haben wir den jetzt nicht gemerkt, aber das könnt ihr frei entscheiden. Jetzt sehen wir irgendwie gerade nichts, weil es hier alles noch nicht beleuchtet ist. Und für diese Ebene erstellen wir ein neues Material, welches das jetzt auch immer war. Ich glaube, das war Matt 3, genau. Farbe aus, Spiegelung aus, Glanzlicht aus, Leuchten an. Weiß 100% reicht vollkommen aus. Zoom an. Na, komisches Studio. Warum habe ich den Text eigentlich gelöscht? Bin ich irgendwie behindert? Ah, nee, hey, habe hallo? Ah, hier haben wir den Text. Bisschen zu weit unten. Also eigentlich will die Kamera ein bisschen zu weit oben. Und jetzt Quick Render. Oh yeah, Bitch, das sieht doch schon viel besser aus. Ihr könnt übrigens diese Punkte noch viel kleiner machen, dann wird das alles viel genauer. Und der Renderprozess dauert viel länger und man merkt am Ende sowieso keinen Unterschied. Ja, das sieht doch mal richtig geil aus. Und falls ihr jetzt nicht $69 für das Grayscale Gorilla Kit ausgeben wollt, ist das hier die perfekte Alternative. Wir können auch mal schauen, wie das jetzt mit einer schicken Farbe aussieht. Also einfach Farbe ändern. Ja, ein schickes Blau. So. Ja, ich hatte schon aufgezogen. Dumm wie Scheiße, ey. So. Oh, man muss gleich zum Friseur. Sollte ich mal beeilen, ne? So, fast 10 Minuten um und vielleicht packen wir es ja noch vor der 10-Minuten-Marke, das Tutorial zu beenden, aber ich glaube nicht.
Render, 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 Render. Ja, das sieht doch auch ganz okay aus. Wie gesagt, ohne Global Elimination und Ambient Occlusion würde das Ganze hier nicht funktionieren. Yeah, that's the text. Biatch. Können ihn auch ein bisschen runterziehen, damit ihr dann noch den Schatten seht. So ungefähr. Ausschnitt rendern, weil ich jetzt keinen Bock habe, den Rest da zu rendern. Bisschen unten Platz lassen und. Ah, hier seht ihr diesen schicken Schatten, ey, das ist übelst mega geil. Falls ihr jetzt alle fragt, ob ich euch das Grayscale Gorilla Kit zum Download bereitstelle, sage ich nein. Tut mir leid, wenn ich das mache, bin ich am Arsch. Weil ich euch dann zur Softwarepiraterie im Grunde anstiften würde. Ja, so sieht das Ganze aus. Dieser Text, ich kann es auch nochmal, wenn ihr unbedingt wollt, ganz komplett rendern und währenddessen mache ich mein Schlusswort. Ja, das war das Tutorial, das war die 8. Episode von Learning Cinema 4D. Wie erstelle ich mir ein Lighting Studio wie das von Grayscale Gorilla, wo alles richtig geil wie hier aussieht? Zum Beispiel dieser langweilige Text. Und ja, wenn euch das Tutorial geholfen hat oder gefallen hat, gebt doch einfach dem Video einen Daumen nach oben oder mir auch. Ich habe jetzt keinen Knopf auf mir, aber der wird zwar ziemlich flach. Und wenn euch wirklich richtig gut gefallen habt und ihr auch sonst meine Videos gerne schauen würdet, macht einfach eine nette Geste und klickt oben auf diesen Abonnieren-Button. Ja, der leider nicht mehr gelb ist. YouTube, ich hasse dich. So, hier haben wir unseren geilen Text. Das Tutorial war hoffentlich auch geil. Ciao, das war der Philipp mit der FunRed Saison. Bis zum neunten Tutorial, dann sehen wir uns wieder. Ciao.